Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und wir müssen dem Schwager hier helfen, ein paar Ghule fernzuhalten, habe ich gehört. Schwör ab, solange du noch Beine hast und Eier. Ja, aber ich sollte doch. Ach so, da vorne. Ah! Stirb! So, dann geht's direkt hier in den Kampf über. Hör auf rumzuheulen, arbeite. Ist ja einen professionellen Witcher zur Seite gestellt bekommen. So, komm schon. Du kriegst auf die Schnauze, mein Freund. Wo sind wir jetzt? Ach da. Komm, du kriegst auf die Schnauze. Bam. Waren das alle? Von wo denn? Okay. Ah, da vorne ist noch einer. Du kleiner Drecksack. What? So. Oh fuck. Dammit. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass der sich explodieren lässt, wollte ich gerade sagen, aber natürlich, dass er explodiert. So, komm her, du kriegst auf die Schnauze, mein Freund. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. War das alles? Danke, jawohl, nice. Du hast uns das Fell gerettet. Hier, nimm. Dein Lohn und der Anteil des Bastards, der uns gezwungen hat, die Leichen auszubuddeln. Nun alles Gute. Yay. Abgeschlossen, makabere Ernte. Okay, ein verbilligter Passierschein wartet auf uns. Oder wir investieren natürlich in Überzeugungskraft und warten dann, bis wir uns den einfach überzeugen können. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter. Tja, ich bin halt ein zu ehrlicher Mensch. Los, mach, dass du weiterkommst. Du verscheuchst mir die Kunden. Oh, eine Runde Mitleid. So, Leute, was wir eigentlich machen wollten letzte Mal. Genau, ein bisschen rauszoomen. Wir haben uns gefragt, von wo wir eigentlich gekommen sind.
Ich habe immer noch keine Ahnung. Ja, irgendwo werden wir wohl hergekommen sein, ne? Taverne am Scheideweg. Ja, wir müssten eigentlich mal in Richtung des blutigen Baron. Was machen wir? Ja, wir setzen uns einfach mal hier unsere Markierung hin und würde sagen, wir machen mal einen Reitausflug heute. Komm schon. Wuhu. Über die Schlachtfelder bis hin zur Burg des blutigen Barons. Ah, wir reiten mal querfeldein heute und nicht nur die Straße entlang. Vielleicht stolpern wir ja über das ein oder andere Ereignis noch hier, das wir gut bekämpfen können. Juhu, ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, ich erinnere mich, hier waren wir tatsächlich schon mal. Laufplätze. Die Laufplätze. Ah, richtig, ich erinnere mich, was ich machen wollte. Ich wollte nicht zum Baron, ich wollte nach Weißgarten tatsächlich. Ist das hier Weiß? Wo ist denn Weißgarten? Da hinten ist Weißgarten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nämlich will ich genau nach da. Komm jetzt. Wieso ist denn jetzt meine. Hä? Okay. Ja, okay, dann müssen wir uns hier mal in unserer Nähe einen hier netten Punkt suchen, wo wir uns die Schnellreise zunutze machen können, um wieder nach Weißgarten zu reisen. Denn da habe ich tatsächlich nachgeschaut, gibt es Arenaria? Blüten, wie auch immer. Und die brauchen wir ja, um das Geisteröl herzustellen. Damit wir diese komische Hanna runterklatschen können. So, jetzt zoome ich mal raus. Ab nach Weißgarten. Zur Klagebrücke, bitte. Einmal die Schnellreise nutzen. Die Helfer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, wenn Yennefer das sagt, dann muss man das auch machen, ne? Das ist ja wohl logisch. Gut, gut. Also ich habe hier die genaue Position, wo ich da gucken muss. Und da soll wohl ein Arenaria fällt in White Orchard sein und White Orchard hört sich für mich nach Weißgarten an. Sprich, wir geben mal uns selber die Sporen hier, in Anführungsstrichen. So, das muss jetzt hier irgendwo in der Richtung sein. Hoffe ich. Warte, wir gucken nochmal eben auf der Karte. Sind wir hier richtig? Ah, hier müssen wir hin. Noch ein Stückchen weiter.
So, 50 Meter. Können wir schon mal hier gucken. Ist das hier etwa Arenaria? Oh, nice. Sehr nice. Woohoo! Whoops! Oh Mann. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Weiße Myrte. Aber wir brauchen tatsächlich noch mehr von dem Arenaria-Zeugs. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Was hat denn da gerade so gebumst? Komisch. Okay, es scheint aber hier nicht mehr so viel Arenaria zu geben. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Plätze. Und reiten zum nächsten Wegpunkt, der, glaube ich, in dieser Richtung liegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir werden tatsächlich zum schnellsten Wegpunkt geführt, um halt wieder in das Gebiet zu reisen, wo denn der nette Herr Baron ist. Genau. Komm jetzt. Ja. Ach, ist das eine schöne Erinnerung schon hier, wo wir am ersten Tag direkt hier waren. So, dann königliche Burg Wysima. Okay. Wir möchten... Möchten wir denn hin? War das hier bei Mittelhain? Ja, stimmt, hier war das Banditenlager. Und da oben ist auch die komische Olle, glaube ich. Oder? Ich meine ja. Ich glaube es. Ja, ich meine, was haben wir zu verlieren? Außer ein wenig Zeit im Ladebildschirm. Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Aha. Gut, gut. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die olle Hanna aus den Wäldern jetzt nicht mal langsam umklatschen können. Es gibt Pferderennen. Wunderbar. Stimmt, wir hatten ja auch noch Scheuklappen. Die können wir ja auch mal eben ausrüsten. Zumindest hatte ich die nicht letztes Mal... Oder hatte ich die verkauft? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut, gut, dann hör jetzt mal auf zu laden und lass mich endlich weiterspielen. Ja, da 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 da. Ja, da 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 da. Man kann von einem Boot aus schnell reisen, indem man die Karte öffnet. Okay, das ist ja cool. Das gefällt mir. Das wusste ich noch nicht. Ja, jetzt hör mal auf, bitte zu laden und mach mal endlich hin. Dann können wir auch endlich weitermachen. Und ich sehe gerade, es gibt soll einen neuen Patch geben mit mehr als 600 Änderungen. Das ist ja interessant.
So. The Witcher 3 ist am vergangenen Dienstag offiziell veröffentlicht worden und überzeugt unter anderem durch eine geringe Anzahl von Bugs im Spiel. Das ist richtig. Und trotzdem kommt jetzt nochmal ein Patch mit 600 Änderungen. Uiuiuiui, da waren aber die Glitch-Sucher wieder fleißig unterwegs, glaube ich. Sag mal, was ist denn da los? Bist du bald mal fertig mit Laden? Da passiert ja nichts mehr. Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt die Riesenwelt laden muss, muss ich jetzt länger laden. Als nur White Orchard in Anführungsstrichen. Lalalala. Ladebildschirm, Ladebildschirm, lalalala, Ladebildschirm. Ach Leute, das gibt's doch nicht. Hätte ich jetzt nicht zurückreisen dürfen nach Weißgarten oder was? Och Mensch, das kann doch nicht wohl sein hier. Ach Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt an der Stelle einen Cut, weil das bringt es ja überhaupt nicht, wenn wir jetzt hier zusammen warten. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt auch, wo es Arenaria gibt. Und hoffentlich kommt ihr da auch wieder raus. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar und oder eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sage einfach mal, bis dahin, mach's gut. Oh, warte, warte, warte. Was zur Hölle? Weißt du, ich muss erst abmoderieren, jetzt können wir noch 3 Minuten spielen. Fickt euch. Nee. Alchemie. Das gibt's doch nicht. So, Geisteröl. Mach fertig. So, ja, nee, das Öl wenden wir jetzt erstmal nicht an, sondern wir machen jetzt, Hexeaufträge Hanna aus den Wäldern. So, die ist ja gar nicht so weit weg. Whoops. Und schwups. Schau mich nicht so an. Oh doch, ich schau dich so an. Du bist ein Rüstungsschmied, genau, da war ja was. So, Gegenstände sind aufgewertet. Ups, so. Jetzt können wir schon mal in der Quick-Auswahl Irden auswählen. What? So, schön, dass wir das geklärt hätten. Okay. Wir speichern jetzt natürlich erstmal. Wieso kann ich mein Spiel jetzt nicht speichern? Natürlich kann ich mein Spiel jetzt speichern. Ich kann speichern, wann immer ich mein Spiel speichern will. Warum kann ich denn mein Spiel jetzt nicht speichern? Muss ich ein bisschen weiter weggehen davon, oder was? Hä? What? Kann ich jetzt auch nicht meditieren, oder was? Doch, das geht. Okay. Schön. Kann ich jetzt speichern? Auch nicht. Ja, Leute, wisst ihr was? Dann machen wir das einfach in der nächsten Episode. Abmoderiert hatte ich ja schon, aber ich würde mich natürlich trotzdem über einen Kommentar und oder eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.